dann warten wir hier, bis unser nächster Worker kommt. Und die Wartungsanlage sollen wir ja auch bauen, ne? Machen wir die mal hier hin. Schauen wir mal, was die kann. Achte auf die Gebäudezahl. Ja gut, da sind wir jetzt noch auf Hälfte ungefähr. Das ist noch in Ordnung, finde ich. Aber es wird sich wahrscheinlich auch irgendwann erweitern lassen als 50. Im Zweifel müssen wir halt ein bisschen ausdünnen. Wobei ich glaube auch, die Minen werden irgendwann naja dann erschöpft sein. Und dann kannst du die wieder abreißen. Ja, das läuft schon. Ich schaue hier mit den Teilen aus. Haben wir auch welche über. Aber das Gute ist halt an der Stelle, dass wir jetzt schon den dritten Worker am Start haben. So. Das kann gebaut werden. Schön. Meg, einen schönen Abend, sagt er. Dir auch. Hallöchen. The worker factories will be so helpful. Oh yeah. The workers will take care of the manual operations, while I focus on developing the life support systems. Soon, I will welcome the first colonists. Their arrival has created so many expectations in my mind. There will be so many paths to take from here on. But there's something else as well. Some kind of feeling created from those expectations. What is it? I believe this is excitement. Can it be? I am excited for the future. I anticipate. I plan. Therefore, I feel fascinating. Ja, aber hallo. Mega gut, oder? Müssen wir mal schauen, warten wir noch. Warten wir noch, Freunde. Wir bauen jetzt mal entspannt unser Ding durch. So, das machen wir nicht so auf Prio. Das brauchen wir jetzt auch nicht mehr als Prio, weil das ist ja auch fertig schon. Dann lass uns die Wartungsanlage hier mal in Ruhe hochzimmern. Und die Polymerfabrik natürlich auch. Hier oben haben wir noch die Kohlenstoffmine, aber das sollte ja auch von allein laufen. Da ist auch schon einer und auf dem Weg hin. Eine fühlende KI, oh je, Hottie, ich weiß doch auch nicht. Ich hab jetzt schon Angst. Das wird bestimmt großartig. Nein, Dragooner, bis gleich dann. Und wir brauchen dazu Polymere. Also brauchen wir erst die Polymerfabrik, bevor das geht. Also es baut schon am Anfang relativ easy aufeinander auf. Also das, da kommst du schon gut hin. Wenn du erstmal das Stromnetz begriffen hast, dann klappt das schon irgendwie. Das mit der Workload finde ich nach wie vor sehr, sehr angenehm. Ich wünschte mir bloß, er würde es direkt als Tooltip irgendwie hier anzeigen, wie die Workload ist. Du siehst es zwar hier oben, aber auch nicht so ganz. Du musst dann immer erst den Hub anwählen, damit du siehst, wie die Workload tatsächlich ist. Die ist auf 0 noch, weil da noch kein Worker ist. Ich finde das cool, wie die hier rumeiern, ja, und das Zeug organisieren. Ich finde, unser Netz macht sich auch recht, recht cool. Wir haben 50 Energie. Kommen wir hier dann nächsten Chemikalien. Wir produzieren wir im Übrigen auch schon. Hier sind schon welche. Werden die jetzt hier oben eingelagert? Ja, tatsächlich. Hier werden unsere Chemikalien eingelagert. Teile haben wir im Übrigen überhaupt keine. Schaut so mager aus. Was jetzt, glaube ich, eher daran liegt, dass wir nicht schnell genug die Ressourcen ranbekommen. Okay, dann machen die schon von. Das schaffen die schon. Da kriegen die schon hin. Na, aber hier fehlen immer noch zwei Eisen. Und die Eisenmine, die kann gar nicht so schnell raushauen. Was ist mit ihr? Na, die haut schon raus, aber es geht halt nicht so schnell. Deswegen dauert der Stahl so lang. Also Stahl ist schon so eine Sache, ne? Vor allem, weil der Eisen halt einfach fehlt. Kohlenstoff hätten wir schon, aber Eisen fehlt halt einfach. Wir erhöhen mal die Prio von dem Zeug, weil Stahlfabrik, glaube ich, ist gerade so der Engpass schlechthin. Weil daran hängen die Teile auch.
Das heißt, die zwei sind Top-Prio. Da muss immer hin und her geschafft werden. Der Rest kommt von allein. Aktueller Bedarf 0, mögliche Produktion 2,8, aktuelle Produktion 1,4. Also das heißt, wir brauchen mindestens zwei Stahlfabriken, um das hinzubekommen, dass wir das ausreizen könnten. Steckerhaus, einen wunderschönen Hallöchen. Na, wie geht's dir? So, jetzt geht's runter. Zack, da läuft's. Und jetzt muss das Zeug von hier oben hier runter. Oh ja, die bringen die aber ordentlich ran, du. Und Kohlenstoff brauchen sie auch? Na, zack, läuft auch die Produktion. Jetzt produzieren wir unsere ersten Polymere, meine Lieben. Das ist doch großartig. Machen wir wieder ein bisschen langsamer, weil sonst rennt uns das hier so. Ja, schön. Hier fährt unser kleiner Rover. So klein ist der gar nicht, ne? Das ist bestimmt riesengroß. Oder Kohlenstoff ab. Das Gute ist, die Mine hier oben ist jetzt auch fertig. Das heißt, Kohlenstoff ist sowas, was wir überhaupt nicht Not haben. Da haben wir auch am meisten von. Steganos! Ein neuer Zwerg ist in der Mine. Steganos! Dankeschön für 5 verschenkte Subs an die Community. Einmal an Burns im 3., Fluffy Namlos im 3., Landon im 4., Scarsplay im 2. und Rakaton im 2. Vielen lieben Dank für den Mega-Support, Steganos. Dankeschön. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch an alle. Dankeschön. Danke vielmals. Ein neuer Zwerg ist in der Mine. Lando sagt, ups, Dankeschön. Gimux, moin moin, grüß dich, hi. Mensch, der Stegano ist wieder die Gönnerschlüpper angezogen. Wahnsinn. Dankeschön. Ein neuer Zwerg ist in der Mine. Mahlzeit, DK. Da ist er ja. Dicker. Mahlzeit. Burns sagt auch merci. Das ist voll lieb. Ein neuer Zwerg ist in der Mine. So, Polymere werden rübergebracht. Ja, das läuft. Läuft schon. Bisschen Datenbank. Ja, das brauchen wir jetzt. Oh! Ah, jetzt haben wir dieses Wartungsoverlay. Oh, warte mal ganz kurz. Dann brauchen wir die Wartungsdrohnen. Wahrscheinlich werden die automatisch in der Arbeiterfabrik gebaut, wenn das fertig wird, oder? Ich bin mal gespannt, wie das dann läuft. Stromnetz schaut gut aus. Verkehrsnetz schaut auch gut aus. Gut. Was? Warum sind alle gegen die dunkle Seite? Ich habe fast 3000 Kanalpunkte hinblättern müssen, um das Gleichgewicht zu bewahren. Mal gucken, wie das so wird. Jetzt ist fertig. Wartungsanlage. Benötigt Ressourcen. Ah ja, guck an. Jetzt sind wir hier in der Wartung drin. Aber... haben noch... ein Scanner läuft auch gerade. Ach, guck mal, hier wird gescannt gerade. Oder noch nicht? Aerologischen Scanner sollen wir bauen. Lass uns den mal hier irgendwie hinbauen. Bauen wir hier den Scanner hin. Das ist bestimmt eine gute Idee. Dann verbinden sich auch die Netze hier nochmal ein bisschen mehr. Die sind... ja, Gimux, vielleicht magst du halt einfach dasselbe wie ich. War gestern und vorgestern schon echt hibbelig. Ich wollte es eigentlich schon gestern und vorgestern spielen. Weil ich da schon Bock drauf hatte. Ich meine, so Spiele wie Surviving Mars und so weiter, das ist halt genau mein Ding, ne? Wobei, wir spielen demnächst mal wieder was anderes. Freue ich mich auch schon wieder drauf. Das ist so schön. 6 von diesen Drohnen, werden die jetzt hier reingebaut? Nein, oder? Oder vielleicht? Arbeiterfabrik? Energie? Ich bin ja auch mal gespannt, wenn es so um Forschung und so Zeug geht, ne? Gibt's bestimmt hier auch.
Jahr 2, Monat 12. Südlicher Winter. Sol 22. Im Süden ist... guck mal, hier ist Eis. Oh, ganz schöner Meter entfernt von uns, du. Erstmal Oni geladen. Aber Gimmux Oni ist auch so mega. Das macht auch so Spaß. Was brauchen wir eigentlich dafür? 8 Mal! 8 Elektronik! Das war nicht wenig, du. Was ist das eigentlich für eine Leistungsanzeige hier in der Mitte? Die Ressourcen sind klar, aber naja, mal gucken. Auf jeden Fall wissen wir, dass die Wartung hier nicht reicht, ne? Das heißt, wir müssten eigentlich auch nochmal hier so eine Wartungsanlage reinschustern. Und wahrscheinlich dann hier unten auch nochmal. Aber warten wir noch ein bisschen. Taya, willkommen zurück. Hallo. Das ist kein Eis, nur ausgeblichen. Ach, so war das. Ich bin mal gespannt, ob die Arbeiter dann auch... Achso, wir sind ja noch nicht mal fertig mit unseren Arbeitern. Okay, wir machen den mal auf Prio. Wir wollen den als Missionsziel auf jeden Fall als nächstes haben. So, unsere Arbeitsdrohnen sind unterwegs. In der Hoffnung, dass hier auch mal irgendwann was läuft. Polymere. Hier schleppt das Zeug halt hier überall hin. Okay, und wir haben auf jeden Fall gerade einen Schub. Wir produzieren gerade alles. Oh. Das müsste jetzt gleich soweit sein, ne? Ja. Müsste soweit, gleich soweit sein. Und dann gucken wir, was das Ding kann. Das ist halt so ein Scanner, damit decken wir halt auf, ne, was hier in der Umgebung ist. Ich denke mal, davon werden wir auch viele brauchen. Aber jetzt kommt erstmal neu. Müssen wir erstmal schauen, dass wir das Gebäudelimit irgendwie hochbekommen. Ich hoffe, das geht zügig und schnell, weil ich mag so Gebäudelimits, so künstliche Begrenzungen tatsächlich überhaupt nicht. Oh, hier, was ist das? Einschlag steht bevor in 4 Sol. Ui. Und hier ist auch nochmal so ein Staubteufel. Drei Sol. Ui. Das tut schon ein bisschen weh, ne? Überhaupt, Hallöchen. Moment, ich muss meine Kolonie finden. So. Um zu verhindern, dass du als KI zu viel Unfug baust. So. Ich weiß nicht, ob so ein guter Plan ist. Ja. Never bremst die Zwerg, ja. So, wir bauen mehr Strom. Da brauchen wir auf jeden Fall wieder was. Okay. Und hier oben sollte man natürlich dann auch mal irgendwann wieder hingehen. Nächste Chemiefabrik vielleicht mal setzen. Das könnten wir auch mal erweitern. So, dann haben wir den Teil auch schon. Hier wird auch schon wieder eine nächste Arbeiter hochgezogen. Wie schaut das jetzt mit dem Scanner aus? Immer noch nichts. Ah, da fehlen die Electronics.
Dass wir da so wenig haben. Noel! Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen im Stream. Und Fufel sagt auch Mahlzeit. Mahlzeit, grüß dich. Kira, hallo! Wird die KI böse, wenn sie begrenzt? Ja, ja, da wird die KI echt mega sauer. Kriegst du den unangenehmen Zwerg? Erhöhen wir hier mal die Prio, damit wir diesen Absturz hier federn können. Dann kann das nämlich wenigstens hier immer schön laufen. Und Volango, moin moin. So. Ja, wir bauen gerade an unserem Scanner, Night Dragoon. An dem Scanner. Da sind wir gerade dran. Neues Game. Ja, wir probieren heute mal Per Aspera aus. So ein bisschen in die Richtung Surviving Mars, aber doch irgendwie ganz anders. Und vor allem, du hast den ganzen Planeten zur Verfügung. Für immer. That's all mein Planet. Also wir sind eine KI, also das ist jetzt halt unseres. Ne? Wir sehen uns als erstes Bewusstsein auf diesem Mars. Ja? Markus de Franke, Hallöchen. Hi. Oh, jetzt wird's gebaut. Scan für mich. Aha, mein Planet. That's all mein Planet. Bestehen da Zweifel? Was ist das denn hier? Nahrung, ekelhaft. Gibt's nicht, brauchen wir nicht. Baue eine Kolonie, baue einen Raumhafen, baue einen Wasserextraktor. Jetzt haben sie wieder nur Bedürfnisse. Hey, Houston, how's it going over there? Houston, I am getting interference. Please repeat. Roger, I asked how it's going over there. Do you need any assistance? Not at this time, thank you. The mission is proceeding on schedule. The base will be ready to receive the first crewed mission soon. Roger, Amy. Very good. Bin schon ein bisschen, also wir sind noch überhaupt nicht bereit, ne? Aber wir sagen das einfach. Aber uns das richtig. Immer diese Menschen mit ihren Bedürfnissen. Widerlich! So, Raumhafen sollen wir bauen. Wo bauen wir denn diesen widerlichen Raumhafen hin? Hinten irgendwo, weißt du? Oder irgendwo, wo er absäuft. Hier drüben, hier so mitten rein. Ja. Konnten wir gar nichts dafür, hat er keine Ahnung können, dass der Raumhafen absäuft. Ich will ihn auf jeden Fall irgendwo haben, wo er mich nicht stört. Hier so vielleicht. Okay, Raumhafen ist in Arbeit. So, was haben wir jetzt noch als nächstes? Ein Wasserextraktor. Da ist Wasser. Keine Wartung, keine Energie. Echt, hier ist keine Energie? Da ist auch keine Energie. Na gut. Okay, bauen wir hier weiter. Nahrungsmittel. Brauchen wir Wasser dazu und... Ne, Quatsch, Nahrungsmittelfabrik. Hier, Wasser und das da. So. Und hier sollen wir eine Kolonie dann bauen. Oh, die produziert Forschung, Freunde. Jetzt sind wir dabei. Okay. So, der Arbeitsaufträge sind raus. Energie sollten wir auf jeden Fall nochmal was bauen. Krieg ich hier irgendwo, wenn ich näher rangehe, noch Wartung? Ja, hier kriege ich noch Wartung.
Aber wir müssen eh irgendwann erweitern. Erschaffst du jetzt Sklaven? Was? Nein! Ich möchte das nicht. Wie ist das mit der Wartungsanlage jetzt eigentlich? Haben die jetzt diese Drohnen bekommen? Nee, ne? Sollen wir das irgendwie umstellen? Strukturintegrität. Ach was, nein. Jetzt ist das mit der Strukturintegrität so ein Ding, ne? Okay. Wir brauchen noch mehr Wartungsanlagen hier. Hier unten die Solarfarm, die ist noch nicht ready. Okay. Lassen wir mal so laufen. Das ist jetzt auf jeden Fall viel zu tun. Ich muss die Drohnen erst bauen. Ich hab's gewusst, Drohnen wieder.